Hey, schön, dass ihr willkommen zurück zu Bei Kingdom Hearts Rechain of Memories. Ja, heute geht's mal wieder weiter. Ich habe jetzt seit einiger Zeit leider nicht aufnehmen können. Hab jetzt aber nach ein wenig paar Stunden Schlaf mal eine Tasse Kaffee neben mir stehen und wir machen uns auf nach Halloween Town. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Mann. Erstmal einen Schluck Kaffee im Moment. Au, der ist heiß. Ja, der ist heiß. Der ist auch heiß, aber das ist gut. Das macht wach. Das macht wach und schmiert die Stimmbänder. Cool, man hat Donald schon wieder geköpft, quasi. Gehalbiert. Hier gefällt's mir gar nicht. Ich wette, hier wimmelt es nur so von Geistern. Na und, was haben wir denn schon zu befürchten? Ich bin sowieso tot. Man schickt sich nicht, wenn man darauf vorbereitet ist. Nicht Meistergeister können uns auch zum Fürchten lehren. Der Blick von Goofy, ey, der ist so, ja, ihr habt die Schraube im Kopf, ich finde das geil. Wenn sie mich verspähen, sind sie diejenigen, die schreiend davonlaufen. Meinst du wirklich? Glaub mir. Willkommen in Halloween Town. Ah, scheiße, ein Geist. Oh, das war der beste Schrei, den ich seit Jahren gehört habe. Wenn du so leicht zu erschrecken bist, wird ein Riesenspaß. Pardon, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Jack Skellington. Ich wohne in Halloween Town. Ich bin König der Albträume und Meister des Grusels. Wenn ihr es also gerne richtig gruselig haben wollt, seid ihr geduld richtig. Wollen wir nicht. Und dann gibt's in Halloween Town eher ein kleines Problem. Was für ein Problem? Naja, so eins. Wo hast du deine Knarre? Ach nee, falscher Film. Sorry. Falsches Buch. Falsches Spiel. Falsches Universum. Nur wenige werden verstehen, was ich damit jetzt gemeint habe. Weißer Bildschirm ist so weiß. Okay. Muss erst mal gucken jetzt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da überhaupt alles hier noch drin hatte. Was ich gemacht habe. Auf jeden Fall haltet ihr Freunde jetzt hier schon mal wieder ein bisschen mehr aus. Das ist schön. Ah cool, wir haben Zombie-Donald. Ach komm. Bam! Bam! Ach du Scheiße, das sind schon diese dummen Pflanzen. Und Gargoyles! Die Dinger mag ich eigentlich, wenn sie nicht so überaus ätzend wären. Habe ich nicht eben erst geladen? So, komm, einmal alles. Ja, Jack ist sogar relativ praktisch als Partner, weil der wirkt sogar tatsächlich Magie, die halbwegs nützlich sein kann. Danke, das war relativ unnötig. Ja, okay. Sehr gut. Das hat sogar tatsächlich was gebracht, muss ich sagen. Muss diese dummen Blumen mal loswerden. Alter, wie viel ist... Hier ist ja alles gerade. Au! Es hat mich angespuckt. Geh drauf. Dumme Blume. Aber ich muss sagen, vom Style her gefällt es mir hier um einiges besser. Oh, das war ein guter Treffer. Bam! Komm mal her. Warum mache ich das eigentlich nicht? So. Ja, Jack wirkt eigentlich, wie gesagt, relativ gute Zauber. Unter anderem Feuer und Eis. Ich glaube, Blitz kann er auch. Oh, das war praktisch. Und yay, harmlose Dunkelheit. Haben wir schon immer gewünscht. Kaffee, kümmer ein bisschen ab. Ich brauch dich. Aber ohne Zungeverbrennung. Was hast du die Herzlosen gerufen? Scheiß Assi! Das hab ich gar nicht. Ich wusste lediglich, wann sie auftauchen. Eigentlich würde ich ja sogar liebend gerne loswerden. Die Herzlosen greifen Leute nämlich an, anstatt sie nur zu erschrecken. Warum sind sie hier? Nun, das gleiche wollte ich eigentlich gerade Dr. Finkelstein fragen. Ich bin auf dem Weg in sein Labor, komm doch mit. Was sollen wir tun? Wir sollten ihm wohl lieber folgen. Gefällt mir gar nicht. Wenn wir direkt zu den Herzlosen führt. Bingo, als Gedanken lesen, such die.
Aber bloß ein Scherz. Auf geht's. Er hat echt eine Menge... Ah, er hat Terror, ja. Warte mal. Beschwörung, Beschwörung und Jack. Warte mal. Jan gegen den nicht mehr angreifen. Simba, Musche und... Also es geht auch zwei Beschwörungskarten und eine Itemkarte. Okay. Das ist ja mal was. Aber da wüsst ihr, dass sie nicht mehr angreifen, ist irgendwo mir eine Verschwendung von guten Itemkarten irgendwo und Beschwörungskarten. Außerdem habe ich keine richtigen Beschwörungskarten im Deck, weil Donald und Goofy zählen zum Beispiel nicht als Beschwörungskarte. Die gehen eher als, ich glaube, die gehen unter Freundeskarten durch. Und nicht unter Beschwörung. Oh je. Ich mag diesen Soundtrack so gern. Diese Stage ist super geil. Und du musst sterben. So. Oh. Die neue Waffenkarte, die wir hier bekommen haben. Sehr schön. Ich glaube, die war sogar relativ gut hier. Also ich weiß, dass man in Kingdom Hearts 1 mit der Waffe relativ gut rocken konnte. Ich weiß jetzt hier leider die Werte nicht mehr aus dem Kopf. Du darfst dich verpissen. Und du auch. Na komm. Ausgerechnet ihr Dinger, ne? Nee, nicht. Na gut, dann schieß halt ihn ab. Was? Hör auf damit. Mach nur nachladen, verdammt. So. Der Blitz kann er noch. Also Jack ist eigentlich unglaublich praktisch. Ein Muggelraum. Also noch wirklich einer der Supports, die am praktischsten sind, wie ich finde. Was macht denn der Brunnen für Zeug? Ich sollte mal meine Karten ein bisschen besser sortieren hier. Das war ein schlechter Wurf. Das Gute ist, es gibt hier nichts wirklich, glaube ich, wo man sagt wirklich, ich bin gegen Eis immun, ich mag Eis nämlich. Und jetzt kann ich eigentlich alles benutzen. Außer diese blöden Blumen, weil die irgendwie alles stechen können. Alter, ihr kleinen Ball. Hat der mich gerade mit einer 2 gestochen? Also manchmal würde ich schon zu gerne sehen, was mich da im Grunde sticht. Au! Nur mal so. Manchmal habe ich das Gefühl, ich werde von irgendwas... Bodenlose Dunkelheit. Boden! Okay, sorry. Oh, Zanzizazizisse. Das ist eine schöne Fähigkeit. Ah. Ja, entweder 0 oder 27. Bis zum Ende des Kampfes unbrauchbar. Ist eigentlich eine ziemlich geile Karte, aber... irgendwo auch ziemlich unnötig, weil man sie nie wirklich brauchen kann. Weil, sag mal so, es interessiert die Gegner nicht, ob sie gewisse Angriffe nicht mehr benutzen können. Es interessiert die einfach nicht. Es ist denen eigentlich wirklich Schnurz. Ach Gott, ich liebe diese Musik hier. So, erstmal wieder einen Schatz abgreifen, weil wir haben es ja. Wir haben es ja so dicke mit den Gratis-Truhen hier. Wir haben es ja wirklich dicke, also das muss man sagen. Was das angeht, wir haben Mori-Räume ohne Ende. Wir haben gute Truhenkarten. Yay, mehr Eis. Eine Eis 3, schön zu verscheuern. So, was kriegen wir Leckeres? Gib mal her! Sora der Mirakel mit Ma... Was ist denn das? Beschwörung, Magie und Jack. Was ist denn das für eine scheiß Kombi? Die kann ich ja nur in dieser Welt hier benutzen. Oder Bambi, Eis, also eine Beschwörung, Eis und eine Itemkarte. Ach du Scheiße. Ich habe nicht mal Beschwörungskarten in meinem Deck. Weil die ich haben will, die bekomme ich nicht. Ich will ja unbedingt Cloud im Deck haben, weil Cloud ist OP. Zumindest war er es. Ich weiß nicht, ob es hier immer noch der Fall ist, aber ich gehe jetzt einfach mal eiskalt davon aus. So, ich will mal die neue Karte mal gucken. Oh, die hat eine sehr gute Stichauszeit. Das ist gut. Wenn sie nur nicht so scheiße gerade wäre. Ich meine, das Ding ist schon, das wissen wir ja mittlerweile. Das hier, da könnte ich auch Besseres gebrauchen. Wirklich hohe Karten habe ich momentan. Nee, Dumbo.
Dich möchte ich nicht reinnehmen, weil eine 4 ist mir einfach zu klein. Den müsste ich schon in der Combo benutzen und das bringt's nicht wirklich. Ja, momentan habe ich nicht wirklich was an Karten, die ich wirklich einbauen möchte. Von daher werde ich es auch erstmal lassen. So, da müssen wir hoch. So, was benutzen wir denn mal? Ja, doch. Das können wir mal nutzen. Erstmal einen Kaffee. Ohne Scheiß, es gibt auf Twitter sogar schon einen Kaffee-Bot. Das, also, es gibt einen Schnitzel-Bot mittlerweile, der retweetet immer instant alles, was mit Schnitzel zu tun hat. Und es gibt auch noch einen Kaffee-Bot, der retweetet alles, was instant mit Kaffee zu tun hat. Die Welt ist merkwürdig geworden und da habe ich jetzt eine Karte verpasst. So ein Scheiß. Alter, habe ich hohe Karten jetzt. Moment, jetzt kann ich auch mal die neue Combo zeigen. Sekunde. So, Zanten Zazaza! Zipidu Zaza! Wie gesagt, ist nicht sonderlich super praktisch. Gibt Besseres. Aber es macht Spaß zu benutzen. Boing! Hab ich trotzdem umgebracht. Was willst du jetzt tun, hä? So. Ach ja. Versuch war es ja trotzdem wert. Trotzdem neue Potion benutzen. Ah, du scheiß Potion-Benutzer. So. Boah Gott, Kaffee. Kaffee. Ja, soviel zu der Karte. Das war sogar eine von denen, die ich haben wollte. Das hat sich erledigt. Oh, holla. Und so. Guter Wurf. Geiler Wurf. Machen wir jetzt nochmal. Die haben sich extra voneinander entfernt, die Säcke. Ich hab's genau gesehen. 0 Punkte. Na, schieß ihn doch. Freeze, Bitch. Ich muss ja gar nicht so viel kämpfen, weil wie gesagt, für Halloween Town brauche ich nicht alles Mögliche an, ja, der Boss hier ist einfach. Sofern er... Na. Das habe ich doch genau gesehen, was das gebracht hat. Null Goofy, yes. Sehr schön. Franken Groove. Er hat den Groove. Wow. Das, hier sind aber auch eine Menge Gegner. Also von der Menge her sind es eine Menge. So, Menge. Die Menge macht's. Die Milch macht's. Supermilch. Milch. Dämmerdom Frischmilch. Super Rülpser und so. Gott, jetzt will ich wieder ein Kind sein. Ich habe meine Kindheit verpasst. Habe ich nicht. Habe ich doch. Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. Es könnte vom Kaffee kommen. So. Extra nochmal nachladen müssen. Friedlicher Schatz. Ja, ich habe ja nicht genug davon. Meine Energie brauche ich nicht. Hier ist eine Menge Sprengkraft ist hier. Muki. Muki Punkte. Geh mal weg, du blödes Vieh. Nerv mich nicht. Alter. Pisst euch doch mal. Richtig, geht weg. Zieh ab, Mann! Ich bin auch zu doof, da hochzugehen, ne? Was wollt ihr? Nervt mich nicht! Alter! So, könnt mich mal. So, ich brauche genau eine 3. Es geht sowas schon wieder los, ey. Ich seh's ja... Okay, ich hab... Ich hatte grad Schiss, dass ich schon wieder Karten farmen muss, aber diesmal wirklich. Ich habe diesmal zuerst geguckt, ob ich das überhaupt brauche. Ne, aber das ist ein Roulette-Raum, den möchte ich behalten. Das kann ich hergeben. Sehr gut. Schlürf den Kaffee. Ich hätte mehr Kaffee nehmen sollen. Bisschen wässrig. Aber Kaffee. Darf ich euch Dr. Fickenstein vorstellen? Das weltgrößte Genie. Ken Speckle Gross. Was? Ah ja, vielleicht bist du zu clever. Ich habe etwas Schreckliches erschaffen.
Oh, was denn? Habt ihr euch schon mal Gedanken über wahre Erinnerungen gemacht? Wie mein? Weißt du, Junge, unsere Herzen sind voller Erinnerungen. Aber nicht alle entsprechende Wahrheit. Und jetzt ist ein Aufnahmegerät. Ist kein Aufnahmegerät. Selbst winzige, wichtige Erinnerungen an sich wandeln sich mit der Zeit. Sie verzerren und verschwinden und Schatten dessen wahren wir uns erinnern möchten. Ist aber das, was mir gerade passiert ist? Was passiert eben? Manche Erinnerungen werden hässlich, andere umso schöner. Wenn wir unsere wahren Erinnerungen finden, würden wir wird völlig anders. Ich habe einen Trank vergemischt, gebraucht unsere wahren Erinnerungen zu Alkohol. Hat es geklappt? Nun, das ist das Problem. Als der Doktor den Trank geschnuppert hat, tauchten überall Herzlose auf. Euer klingt einem gescheit in dem Experiment. Nein, ich mach keine Fehler, verdammte Scheiße, Bruder, scheiß Ente. Ich muss den Trank nochmal prüfen, um zu sehen, ob der falsch gelaufen ist. Sowas finde ich immer noch eklig. Ja, leider ist er weg. Hat ihn jemand geklaut? Das war sicher Sally. Jack, du musst dir wieder meinen Trank wiederbringen. Mach ich. Kann ich mit? Wozu? Ich möchte mehr über diese wahren Erinnerungen erfahren, von denen der Doktor sprach. Super, machen wir uns auf die Suche nach Sally. Ich find's immer geil, wie Jack immer anfängt zu laufen. Das sieht immer super witzig aus, finde ich. Wahrscheinlich Peter Einzige, der so denkt. Mensch, ich dachte, der Part wäre jetzt schon fast vorbei, aber der fängt ja gerade erst an. Holy shit. Wo bin ich? Ich schätze mal, ich muss da hoch, ne? Ja, sieht ganz danach aus. Nix. Ach, Mann. Jetzt habe ich Bock, Nightmare Before Christmas zu gucken. Ich glaube, das werde ich nachher auch tun. So, auf jeden Fall muss ich, glaube ich, nochmal gleich... Habe ich überhaupt Mogi-Punkte gerade? Eine Handvoll. Ja, das bringt es also leider nicht wirklich. Schade. Super Timeout. Wo? Ach, da ist die Tür. Und da ist die Tür. Die Tür, sie kann in deine Seele schauen, Charlie. Die Tür ist ein Assi. So. Ja gut, Mogi-Raum bringt dann offenbar... würde doch nicht so viel bringen. Nehmen wir mal was Gutes. Ein bisschen die Kämpfe mal ein bisschen vorantreiben. Je mehr ich vom Kaffee trinke, desto stärker wird er. Ich sollte mal umrühren. So, umrühren aktiviert. Na, wer will was? Na, wer willst du was? Du willst was? Hier, hab was. Ich muss mir mal merken, dass... Nerv mich nicht... Du blödes Arschloch. Kleiner, blöder Lurch. So. Weggeslashed. Geh drauf, Mann. Und nicht diese dummen... Nee, ich mag euch nicht. Geht weg! Habt ihr überhaupt vor irgendwas? Achso, jetzt wollt ihr mal was machen. Sehr schön. Willst du mich verarschen? Das war eine wertvolle Potion, du Fickvieh. Au. Ach ja, stimmt. Gravitas kann er auch noch. Was im Grunde sehr wertlos ist. Ohne Scheiß, Ich finde Gravitas eigentlich nur wertlos. Weil es ist einfach nur dazu da, es ist ein Prozentsatz an Schaden. Und da, wo es praktisch wäre, also bei Gegnern, die viel Energie haben, ist es super wertlos, weil die eigentlich gegen sowas immun sind. Ach ja, stimmt, ihr habt volle Energie, da war ja was. Au. Feuer! Ich will mal dreimal Jack haben, aber ich glaube, das kann ich mir abschminken. Ich muss unbedingt Eis aus meinem Deck nehmen irgendwann.
Eis finde ich nämlich nicht so praktisch. Eis finde ich nicht so toll. Tut mir wirklich leid. Immer so ein bis zwei Hits vorher muss ich nachladen. Nervig. Raum der Begegnung. Ja, aber ich glaube, Eis mal zu ersetzen wäre gar nicht mal so schlecht. Weil, ist so. Wir könnten Genie reinnehmen dafür. Hätte mal was. Ich meine, wir haben einen, der kostet sowieso nur 20. Problem ist, wie viel kosten unsere Eiskarten? Ich glaube, wir hatten sogar welche auf Platin, sag ich schon. 15 und 19. Das wird sich ja so eine Premium immer noch weniger kostet. Naja, wir gucken das uns im nächsten Part mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, Leute. Bra.